Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Smart Meter Rollout und die technischen Eckpunkte, wie diese nun in der zweiten Jahreshälfte 2021 und fortfolgend sich nun noch so entwickeln soll. Beginnen wollen wir aber mit diesem Titel aus der ZFK: E.ON-Chef Birnbaum, der neue, der jämmerliche Rollout der Smart Meter. Der neue Vorstandsvorsitzende kritisiert heftig die Versäumnisse bei der Digitalisierung der Energieversorgung in Deutschland. Andere Staaten seien da deutlich weiter vom 19. Mai 2021. Zum Teil hat er recht, zum Teil, naja gut, wir haben auch andere Voraussetzungen geschaffen als andere Länder. Das heißt, man kann das nicht immer so direkt vergleichen, aber der Stand jetzt, gerade auch im Vergleich dazu, was man mal erwartet hat und was jetzt tatsächlich umgesetzt ist, auch in Anbetracht der Entscheidung von dem ein Oberverwaltungsgericht aus Nordrhein-Westfalen, was ja nun mehreren Dutzend Messstellenbetreibern und Gerätherstellern gesagt hat, ja, also eigentlich geht ja auch der Smart Meter Rollout, so wie er da angesetzt wurde, gar nicht wirklich. Ne? Und ihr müsst euch ja auch gar nicht mehr dran halten. Das ist natürlich super spannend, weil gewissermaßen haben wir jetzt nur noch Fragezeichen rund um den Smart Meter Rollout und das ist nicht so besonders gut. Aber hier drum soll es heute ja gar nicht gehen. Das ist nur sehr gut, um schon mal die Stimmung der Branche aufzufangen und euch mitzugeben, was denn da so aktuell rumläuft. Eigentlich soll es mir eher darum gehen, was in diesem anderen ZFK-Artikel hier geschrieben wird. Standardisierung im Messwesen, so geht es weiter. Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben mit der Branche die Standards zur Digitalisierung der Energiewende weiterentwickelt. Das jetzt veröffentlichte Eckpunktepapier, zu dem kommen wir gleich, behandelt Themen wie Elektromobilität, Steuerbarkeit von Anlagen oder Submetering, auch vom 19. Mai 2021. Da das hier ein ZFK-Plus-Artikel ist, können wir jetzt natürlich nicht runterscrollen. Da müsstet ihr jetzt selbst ein ZFK-Abonnent sein, um das lesen zu können. Aber, wie gesagt, gibt es ja ein veröffentlichtes Eckpunktepapier und da gehen wir jetzt natürlich hin. Also, wenn ihr auf der Seite des BSI seid, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, gibt es dort ja den Bereich Smart Metering. Und wenn ihr da runterscrollt, seht ihr dann unter anderem die Marktanalyse. Das ist ja das Dokument, worauf wir seit Januar jetzt auch schon wieder warten, auf die Version 1.3, die sollte eigentlich schon seit einigen Monaten veröffentlicht sein, ist nicht so. Aber dann gibt es hier die Standardisierungsstrategie. Und die haben wir auch schon mal durchgesprochen in einem genauso benannten Video, Standardisierungsstrategie für die Digitalisierung der Energiewende. Denn da gibt es dann genau dieses Dokument, was ja auch zuerst verlinkt ist. Das ist auch schon ein bisschen älter, was dann eben genau diese Digitalisierung der Energiewende genauer beschreibt und eine Standardisierungsstrategie festlegt, die ihr hier gleich auch nochmal sehen werdet, wenn wir ein bisschen runter scrollen, kommt da nämlich ein Bild, was ihr garantiert schon kennt, nämlich dieses hier, in welchem dargestellt wird, dass wir die diversen Cluster, die smarten Cluster, die sich um verschiedene Themen drehen, ne, Smart Metering, Smart Grid, Smart Mobility, Smart Home, Smart Services, sollen alle auf der gleichen technologischen Basis, nämlich den ja sowieso auszurollenden Smart Meter Gateways, aufgebaut werden und auf dieser gleichen Basis dann eben auch funktionieren. Und das ist natürlich eine kluge Idee, diese anderen wichtigen Digitalisierungsfaktoren und Bereiche auf einer sowieso überall auszurollenden Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen. Denn im Zweifel können diese Gateways auch mehr als nur die Zählerauslesung und Steuerung vor Ort machen. Daher ist das eine übergreifende Strategie, hier eben eine Standardisierung für diese diversen Cluster über die gleiche Technik umzusetzen. In diesem Dokument, das haben wir ja damals auch mal ein bisschen durchgesprochen, findet ihr noch viele andere schöne Erklärungen, wie das alles laufen soll. Also wer sich damit tiefgreifend beschäftigen will, kann das hier machen. Ihr findet dann unter anderem hier ganz unten auch nochmal eine Roadmap, die jetzt ja auch schon ein bisschen älter ist, in der dargestellt wurde, dass eben genau diese Cluster so nach und nach jeweils in verschiedenen Jahren auf eine bestimmte Art und Weise bearbeitet werden sollten und dann eben auch nach und nach in die Umsetzung gehen sollten. Hier hat natürlich die Corona-Pandemie durchaus einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir haben jetzt spätestens mit den Entscheidungen rund um den aktuellen Rollout aus Nordrhein-Westfalen vom Oberverwaltungsgericht natürlich hier auch nochmal ganz viele Fragezeichen dazu bekommen. Läuft die Zertifizierung überhaupt richtig und so weiter? Das ist also ein bisschen schwierig im Moment. Schaut euch das in Zweifel nochmal an, aber hier diese Roadmap als solche ist so natürlich nicht mehr ganz aktuell oder eben nicht mehr ganz korrekt.
Wenn ihr auf dieser Seite nun aber wart, wo diese Standardisierungsstrategie verlinkt ist, dann habt ihr drunter ein neues Dokument, die technischen Eckpunkte für die Weiterentwicklung der Standards für die Digitalisierung der Energiewende. Genau darum soll es also jetzt gleich gehen. Das ist ein 19-seitiges Dokument und 19 Seiten sagen ja schon aus, naja, das kann man sich mal durchlesen. Gerade auch, weil, Spoiler, der sind gar nicht wirklich 19 Seiten, da ist ganz schön viel leeres Papier mit dabei. Deswegen kann man sich das definitiv mal selbst durchlesen. Kann ich euch nur empfehlen, auch weil hier am Anfang schon schön auf die Energiewende hingewiesen wird. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendeine Stelle in Deutschland gibt, die genau so aussieht oder ob das hier einfach mal schön gefotoshoppt wurde. Naja. Ihr seht dann im Inhaltsverzeichnis auch schon, das ist übersichtlich und ihr seht hier die wichtigen Punkte. Ja, das ist durchaus interessant, können wir ja mal tiefer reinklicken. So, und dann ist es hier ein bisschen komisch gelayoutet. Ihr habt dann immer links eine Übersichtsseite zu dem Thema, was gerade kommt und rechts dann ein bisschen Fließtext. Und hier ist eigentlich vor allem interessant, ne? Am 25. März 2021 wurden die Eckpunkte in einer Sitzung der AG Gateway Standardisierung des Bundeswirtschaftsministeriums vorgestellt. Das ist die AGGWS, falls ihr auch da schon mal Dokumente online gesehen habt. Eine Feedback-Sitzung mit Stellungnahmen der Branchen, ja, wo die Verbände und Co. Was dazu sagen konnten, folgte dann am 20. April und dann gab es eine weitere Sitzung am 6. Mai und nun sollen die finalen Eckpunkte veröffentlicht werden. Das ist nun damit ja auch passiert. Wir haben hier dieses PDF, was wir uns anschauen können. Und das soll nun die Grundlage für die Weiterentwicklung der technischen Richtlinien, der Schutzprofile, das sind die PPs, die Protection Profiles, und vor allem dann eben auch im Kontext des Stufenmodelldokuments, zu dem wir gleich nochmal kommen, eben dienen. Wenn man dann weiter runter geht, sieht man die technischen Eckpunkte im Überblick. Das ist dann nochmal ganz interessant, weil das nun beschreibt, was die wichtigen Punkte sind, diese Eckpunkte, die technischen Eckpunkte, die wir nun mit der bereits verfügbaren zertifizierten Smart Meter Gateway Gerätetechnik ermöglichen wollen. Zertifiziert ist hier, wie gesagt, gerade noch mit so ein paar Fragezeichen zu versehen. Ich denke mal, das BSI kriegt das hin, hier mit den Herstellern zusammen zeitnah eine neue und dann auch bundesweit ordentlich funktionierende Zertifizierung über die Geräte drüber laufen zu lassen. Aber das muss man dann eben nochmal sehen. Hier ist dann ganz interessant, wir haben hier mehrere Überschriften, 5 Stück, Fernsteuerung von Anlagen, Weiterentwicklung, Metering, Warnanbindung, das ist praktisch eine Internetanbindung, ne? Wide Area Network ist dann praktisch eine Internetverbindung zu einer App oder einem Online-Portal, verschlüsselt natürlich, über das man dann eben auch auf Anlagen und Ähnliches zugreifen könnte, Fernsteuerung, Wartung und so weiter. Submetering, also hier auch genau das Thema, was hier schon erwähnt ist, Mehrspartenmessung. Wir wollen neben Strom auch Gas, Wasser, Wärme und weitere Sensordaten über eine einzige Auslesung rausziehen und damit dann praktisch auch Kosten zum Beispiel bei Ablesern und anderen Faktoren einsparen. Die Anbindung von Ladeinfrastruktur auch immer wichtiger, wenn wir bedenken, dass jetzt gerade natürlich die Elektromobilität auch so richtig losgeht und immer mehr Kunden sich auch dafür entscheiden, als nächstes dann eben ein Elektromobil zu kaufen. Ja, und dann muss gleichzeitig natürlich auch die öffentliche und auch private Ladeinfrastruktur weiterentwickelt werden. Da gibt es ja immer mal so verschiedene Fachbegriffe da drin, wie hier Controllable Local System Proxy Funktionalität des Smart Meter Gateways, mit der dann die Lösung zur Verfügung steht, um Steuerung sicher und vertraulich möglich zu machen, etc. Also hier ist so ein bisschen auch technisch erklärt, wie man diese Punkte nun machen will. Dann gibt es hier nochmal so einen interessanten Punkt für die neuen Systemeinheiten in dieser gesamten Systemlogik, Steuereinheit, Submeter-Einheit und Hahn-Kommunikationsadapter-Einheit, HKE, werden zeitnah Vorgaben durch das BSI erarbeitet und im Stufenmodelldokument Version 2.0 im zweiten Quartal veröffentlicht. Das Stufenmodelldokument Version 1.0 haben wir in einem Video, was auch genauso heißt, Stufenmodell zur Digitalisierung der Energiewende, auf diesem Kanal schon mal besprochen. Da wurde ja beschrieben, dass wir die Digitalisierung der Energiewende, vor allem den Smart Meter Rollout und vor allem die Funktionalität der Geräte so weiterentwickeln wollen, dass wir eine Priorisierung machen der verschiedenen Funktionalitäten und dann eben sagen, diese 3 Funktionalitäten sind praktisch die nächste Stufe. Wenn die dann softwareseitig, hardwareseitig umgesetzt sind und gehen, dann haben wir diese nächste Stufe erreicht. Und dann gibt es die nächsten 5 Funktionalitäten auf der nächsten Stufe. Und so wollen wir praktisch hier eine Roadmap wiederum für die Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Gateways auch angehen. Und dann, wenn ihr weiter runter geht, seht ihr dann eben diese Überschriften von gerade eben nochmal als Kapitel. Und dann ist das folgendermaßen dargestellt. Es gibt die diversen Schwerpunkte wie Herausforderungen,
Wie relevant ist es für die Energiewende? Wie relevant ist jetzt nun der Rollout? Was ist der Anspruch dahinter? Was wollen wir also eigentlich damit erreichen? Verschiedene Optionen, die möglich sind, was hier die Anbindung, die Umsetzung und so weiter zum Beispiel technisch angeht. Und dann unten eben nochmal eine Kriterientabelle, die das Ganze noch ein bisschen zusammenfasst und die dann eben sagt, naja, das ist nur die Betrachtung, so kann man diesen einzelnen Faktor also bewerten und infolgedessen wird es genau so jetzt auch schlussendlich vom Markt gefordert. Und genau so werden wahrscheinlich auch die nächsten technischen Richtlinien, also die nächsten Anpassungen der technischen Richtlinien und Co. auch ausfallen. Danach ist die nächste Seite immer leer, das heißt, wundert euch nicht, es sind wirklich nicht mal 19 Seiten, die ihr euch anschauen müsstet. Es geht dann halt genauso weiter mit dem nächsten Punkt, der genauso dargestellt ist, dann der nächste und der nächste und der nächste, bis man damit dann durch wäre und dann zu einem Ausblick kommt. Und dann ist eben nochmal dargestellt, naja, wir wollen nun also das nächste Dokument, das Stufenmodelldokument gerne sehen. Da wird dann nochmal beschrieben, was nun also konkret im Sinne einer Roadmap passieren soll, was dann noch so anzupassen ist, die BSI-Standards, die dann umgesetzt werden müssen, technische Umsetzung auch durch die Hersteller, die dann folgen muss, wie das Ganze im Weiteren noch entwickelt wird. Wie gesagt, Elektromobil, Zuwachs, der nun langsam aber sicher wirklich losgeht, wo dann dementsprechend aber auch ein Lademanagement im Markt wirklich vorhanden sein muss und durch vorhandene Systeme, zum Beispiel Smart Meter Technologie, auch umgesetzt werden muss, damit wir das ganze Netz nicht auch fahren können. Energiemanagement, dass wir auch sinnvoll und mit einer sehr guten Datenbasis Energie sparen können, wo es geht oder effizient einsetzen. Das sind also verschiedenste Faktoren, die hier gerade alle noch besprochen werden. Es gibt dann noch einen Anhang, der das Ganze auch nochmal so ein bisschen weiter erklärt und Annahmen auch nochmal darstellt, die man hier nun sehen würde. Und solche Annahmen sind dann auch nochmal im Weiteren für die diversen Einbaufälle, also die Kundentypen, die ein intelligentes Messsystem bekommen werden, hier dargestellt mit verschiedenen weiteren Zahlenerwartungen und auch nochmal weiteren Hintergründen, die dann also noch so dahinter stecken. Und das war es dann auch schon. Ne? Das ist dann hier nur nochmal das Impressum und eine Abschlussseite und das war's. Es sind also nicht mal 19 Seiten. Lest euch das wirklich auch selbst durch, wenn ihr euch dafür interessiert, wie das Smart Metering nun im Weiteren 2021 und fortfolgend wohl voranschreiten wird. Das ist hier praktisch die Grundlage dafür. Diese wenigen Seiten werden das also stilisieren praktisch, was folgen wird, was kommen wird. Und das ist natürlich gerade auch deswegen spannend, weil, da gehen wir zurück zum Anfang, der Rollout an sich jetzt gerade ja auch wirklich nicht im besten Zustand ist. Da muss was passieren. Und wir erwarten ja auch noch diverse andere Meldungen, die das Ganze nun noch weiter einordnen würden. Unter anderem natürlich auch noch die Marktanalyse, die ich vorhin schon erwähnt habe, aber auch ganz andere Veröffentlichungen in dem ganzen Kontext. Auch deswegen, weil natürlich, wir sind jetzt Mitte, Ende Mai, weil jetzt natürlich auch vom Bundestag her nicht besonders viel noch zu erwarten wäre, was Messstellenbetriebsgesetzanpassungen angeht und Co. Deswegen muss es jetzt der Regulator sein. Also die Aufsichtsbehörden müssen jetzt Fakten schaffen, um den Herstellern praktisch auch das Richtige vorzugeben, damit der Rollout jetzt wieder mit vollem Dampf voraus weitergehen kann. Sonst wird das alles nichts. Ne? Es muss jetzt losgehen. Okay, habt ihr erstmal grundsätzlich Fragen zum Smart Meter Rollout, zu der Standardisierungsstrategie, dem Stufenmodell oder eben genau diesen technischen Eckpunkten und der Cybersicherheit, die da rundherum also aufgebaut wird, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer, liked das Video und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Apropos abonniert, jetzt Mitte, Ende Mai 2021 haben wir über 3000 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal, was natürlich für so eine wirtschaftliche Nische wie die Energiewirtschaft ein super Ergebnis ist. Ich habe mit energiewirtschaftlichen Themen hier mehr Abonnenten als die meisten Stadtwerke und Energiekonzerne auf ihren YouTube-Kanälen so haben. Das kann ich auch nur sagen, danke, dass ihr das möglich macht. Das ist natürlich sehr, sehr cool und wir wollen natürlich auch noch die restlichen alle erreichen. Je nachdem wird es immer mal auch Energiewende-Themen oder andere Digitalisierungsthemen geben, aber die Zentrale ist natürlich die Energiewirtschaft als solche, weil wir genau da natürlich auch unsere entsprechende Nische sehen. Vielen Dank also, bleibt dran, bleibt dabei, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.